Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu A Tale to be Told mit Drakengard 2. Wir sind ja gerade mit unserem neuen Protagonisten Noe und seiner jungen Freundin Eris auf dem Weg in den Distrikt des strahlenden Lebens, wo plötzlich jede Menge Monster aufgetaucht sind. Der Grund dafür noch relativ unklar, aber wir wollen dem natürlich nachgehen und vor allen Dingen sicherstellen, dass das dort befindliche Siegel eines von vier Siegeln? Fünf Siegeln? Ich glaube vier Siegel plus Angelus. Da bin ich mir damit nicht hundertprozentig sicher. Hab ich schon wieder vergessen. Naja, auf jeden Fall ist dort ein Siegel und das wollen wir gerne beschützen. Nicht, dass die fiesen Marodeur-Monster da irgendwie noch was kaputt machen und dann anschließend wieder Laserstrahlen verschiedene Babyengel aus dem Himmel fallen. Das gilt es zu vermeiden. So, Waffen müssen wir keine neuen ausrüsten. Da können wir direkt starten in die Mission. Oh, das ist aber nett. Es ist noch Platz auf dem Itemrad des großen Rades. Möchtest du Items in dem Waffenausrüstenmenü hinzufügen? Das ist ja wirklich hervorzüglich. Whip. Ach, guck mal an. Es gibt immer nur... Ich dachte, man rüstet einen Item-Typus aus, aber... Das ist immer nur ein Vertreter eines jeweiligen Item-Typus. Das ist gut zu wissen. Das heißt, da müssen wir schön haushalten. Voll gepackt mit tollen Sachen, die uns im Falle eines Falles Leben wiederherstellen. Hinein ins Drakengard-Feeling. A message from General Gizmo. A pack of monsters has appeared near the gate to the district. Understood. Tell General Gizmo that Commander Eris has received his message. The monster army will be destroyed. Yes, my lady. Damn it. Some of them must have escaped. Sorry, Eris. I'll come too. Ja, genau, mit R2, das wissen wir ja schon, können wir das große Rad aufrufen. Und wenn wir zu der Waffe eines Partymitglieds wechseln, dann wird jenes Partymitglied auch auf dem Schlachtfeld kämpfen. Njo. Tada. I am Eris of the Knights. I swear to uphold the honor of the Order. Ja, auf engen Korridoren oder auf engen Pfaden können Combo-Attacken mit einem linearen Area of Effect, so wie etwa Viereck, Dreieck, 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 ganz besonders effektiv sein. Durchquere die Höhle vor dir und begib dich in den Distrikt des strahlenden Lebens. Let's stick together from here, Eris. Stay alert. No way, you have to leave some for me. Na, kein Futterneid hier. Mind Blast. Neues. Und der White Dance. Okay. Nee, und die Tür ist zu. Zu ist die Tür. Was? Hinter uns waren noch Gegner? Wo? Die Bude wieder auf. Manno. Ja, dann halt nicht. Ja, hier ist auch zu. Was es übrigens auch nicht mehr gibt, glücklicherweise, ist irgendeine Art von Zeitlimit. Das obliegt jetzt vollständig uns. Wie lange wir brauchen. Au! Ah! Es
war L2, nicht R2, womit wir uns wieder recovern. Und ebenfalls sehr cool, haben wir unten gerade gesehen, wenn wir Kombos bauen, dann erhöhen wir diesmal nicht die Chance damit, dass irgendwelche Orbs fallen gelassen werden. Das auch. Vor allen Dingen kriegen wir einen XP-Multiplikator und der kann dann irgendwann schon richtig ins Kontor schlagen. Ja, jetzt haben wir schon 1,2-fachen Faktor. Kombos bauen lohnt sich für uns. By the way, Eris, what are the districts anyway? There are 5 of them. They are desolate lands where unwholesome vapors pollute the air. Because of the danger, the Knights of the Seal were charged with directly administrating the lands by the former Hierarch. I didn't know. Well, it's not surprising. It's an old story. I don't know all the details myself. But the fact is, Noe, the defense of these lands is one of our primary duties. I know you can't have forgotten about the attack on the district 3 years ago. General Auror died protecting it. Of course not. Yes, the districts must be protected at all costs. Well, let's get a briefing from a platoon commander. Triff dich mit dem Platoon-Kommandeur auf der Anhöhe des Hügels. Ja, gerade war wieder ein schönes Beispiel dafür, ne? Aber Noe, ich bin mir sehr sicher, dass du nicht die Attacke von vor 3 Jahren vergessen hast. General Auror starb darin. Exposition, Exposition. Monsters! Where did they come from? Sweet, Level up. Haben wir was dazu gekriegt? Oh, Himmelsschlag. Okay, Viereck, Dreieck, Dreieck, Viereck, Viereck. Okay, mal gucken. Au. Muss ich erstmal wieder an dieses Combo-Ding gewöhnen. Sehr cool ist auch mit Magie. Die können wir jetzt als Combo-Verlängerer benutzen. Also alles in allem, das Kampfsystem ist schon einen ganzen Tacken interessanter und lustiger als der im ersten Teil. Okay, das ist also der Heaven Strike. Verstehe. Ist an sich ja ganz cool, dass wir hier unsere Kollegen haben. Ich finde das aber gerade mehr verwirrend als alles andere, weil ich die ganze Zeit versuche, sie zu hauen. We're going to wipe out the monsters at the foot of the hill. Follow us, Noe! Gehe mit deinen Alliierten und eliminiere die Gegner am Fuß dieser Klippe. Wenn du erfolgreich eine ununterbrochene Serie von Attacken durchführst, dann wird sich eine Kette ansammeln am unteren rechten Rand des Bildschirms. Sehen wir da. Genau, unser Combo-Counter. Indem du Angriffsketten akkumulierst, werden Stärkesphären und Magiesphären auftauchen. Außerdem wird sich sowohl die Zahl der Erfahrungspunkte als auch die Geschwindigkeit deiner Angriffe erhöhen. Oh, letzteres war mir nicht hundertprozentig klar.
Und da ist eine Kiste. Eris, level up. Das ist ganz cool, über die Magie können wir halt einfach unseren Combo-Counter verlängern und noch mehr Action machen. Na die Herren, man ist so lustlos. Nicht nur einander angucken, auch Action machen hier. Na, ich sollte wirklich die Kiste auch mitnehmen, ne? Waffe! Du hast einen Speer erhalten. Ah, das ist ganz cool. Man kriegt dann auch immer gleich den Typ der Waffe angemeldet. Schatzkisten können manchmal Waffen enthalten. Gucke dir jegliche Waffen an, die du erhalten hast, im Junction-Screen, nachdem du eine Mission abgeschlossen hast. Ja, also jetzt kennen wir erstmal nur den Typus. Was genau es ist, werden wir dann sehen. Hör auf. Lümmel. Unser Eris hat's drauf. Sorry to keep you waiting, boy. You've been busy. The monster army is a lot smaller now. I take no pleasure in swatting these insects. Soar with me. Drücke Select, um auf Legna aufzusteigen. Nur Noe kann den Drachen herbeirufen. Ja, macht ja Sinn. So, diese Seite der Schlucht haben wir jetzt abgeklärt. Aber wir müssen ja rein theoretisch darüber. Das können wir noch machen mit dem Drachen. Noch mehr Monster warten hinter der Schlucht. Zerstöre sie alle. Can do. Yay. We don't like this. A dragon is coming. Ja, ich bin ja für Fairplay. Ach, jetzt darf ich gar nicht absteigen. Muss ich mit Legna machen. Okay. Na dann. Schlecht für euch, Jungs. Is it just us? Where are the others? They're taking a different path to the District of Shining Light. Indem du Noe und Legnas zusammengesammelte MP kombinierst, kannst du einen Drachen-Overdrive aktivieren. Halte die Kreistaste gedrückt, um den Drachen-Overdrive aufzuladen, und dann lasse Kreis los, um es zu aktivieren. Channel your energy through me, boy. With it, I can unlock yet greater reserves of power. Na, wollen wir mal gucken. Wings of Destruction, awesome. Ripper Talons. Woo! How fearsome. He fights like a demon. A dragon's child. A monster. Wenn Legna auflevelt, dann erhöht sich die Stärke seines Dragon Overdrive ebenfalls. Wie es auch mit der Magie ist, halte die Kreistaste gedrückt, um noch mächtigere Drachen Overdrives zu aktivieren. Damn them! The monsters have called in reinforcements! Big boy. Die Goblins haben einen Ogre herbeigerufen. Finde seinen Schwachpunkt und töte es sofort. Manche Gegner sind resistent gegen Legnas Feuer.
In diesen Fällen steige ab und kämpfe auf dem Boden weiter. Okay. We can't hold them. There is no way. Hit the head. Take him down. Ah! Our allies are in trouble. Let's get rid of that monster. Machen wir sofort. Aber wir kennen ja das Spiel. Kein Git bleibt ungeknüppelt. Es ist halt schon ein ganzes Stückchen wuchtiger, ne? Das Kampfgefühl hier. Natürlich noch hier hoch, ne? Wuhu. 5148. Das ist nice. Nee, die Münze. Ich sollte mal auf, hier meine ganze Münze runterzuwerfen. Die sind mir. Da will ich mit einkaufen gehen. Löchen. Schlau versteckt und doch nicht gebracht. So, nun ist besser. Au. Use your healing items wisely. To tackle strong opponents, sidestep and attack them from behind. No. Oh, du bist ein Freund. Immer noch verwirrend. Christ. Guck mal hier. What? Wo kommst du denn jetzt her? Schämlich war es hinterher, die hab ich. Hoppa. wie war nochmal? Ach ja. Zweimal und dann. Eins, zwei. Pam. Gleich hammern. Gibis. Punch. Yes. Let the other knights handle this area. Head to the gate. Schwert aufgelevelt. Oger kaputt. Der Oger ist erledigt. Begib dich zu der Höhle des strahlenden Lebens im Distrikt des scheinenden Lebens. Des strahlenden Lebens. Bleh. Can do. Da, 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 da. Is this a district? Yes. Up ahead is the District of Shining Life. But the gate is sealed shut. Hey, you! Please, we beg you, help us! Release us from this prison! What's this? Noe! Don't listen to their lies. They are former soldiers of the Empire. They tried to destroy the world. Such crimes cannot go unpunished. But... Ha! Knights of the Seal! You're just a gang of assassins! You can all go to hell! Juhu. Da steckt offensichtlich noch mehr dahinter.
No one told me that there were people here. Eris, what's going on? Each of the districts contains a key that serves to seal in the poisonous air. In Shining Life, that key is the Holy Flowers. Yes, but what do the people have to do with the key? The Holy Flowers draw on the life force around them to produce their blossom. This releases a perfume that neutralizes the poison and cleans the air. Life force? You mean of the people who live here? Their sacrifices? No, Ae, don't be a fool. They are the chosen ones, proud martyrs. They're not proud martyrs. Look how terrified they are. The knights are just forcing the weak and dispossessed to be sacrificial victims. Control yourself, Noe. I will not stand here and listen to you insult the knights. I will strike you down. Let's return to the Grand Shrine. We have cleared the land of the monsters. Wie es zu erwarten war, hinter dieser ganzen Ritterschaft des Siegelsnummer steckt offensichtlich noch ein bisschen mehr. Wobei man fairerweise auch dazu gestehen muss, also dafür, dass Noe jetzt der Ritterschaft beigetreten ist, weiß er erstaunlich wenig über die Primäraufgabe im jener Ritterschaft. Gut, auf der anderen Seite ist es jetzt aus dem, was wir bisher gehört haben, noch nicht hundertprozentig klar, unter welchen Umständen er beigetreten ist und wie lange er schon dabei ist. Ist ja durchaus gut denkbar, dass die Ritterschaft bei ihm irgendwie den kurzen Dienstweg beschritten hat, weil es einfach unbestreitbar nützlich ist, einen Krieger zu haben, der gleichzeitig um einen Drachen reiten kann. Wie wir gerade gesehen haben. Na gut, werden wir im Auge behalten müssen hier die ganze Nummer. You're late. What the hell were you doing? My apologies, General Gizmore. Please, sir, what are your orders? We've had reports of disturbances in the district of Soul Flame. We need more information. Eris, I want you to go there with Lieutenant Zhangbo. Damn! And there I was, thinking I'd been invited for an awards ceremony. But no, it's straight back to the district for poor old Zhangbo. Is this one of the lieutenants who guards the district? That's right. Sir Zhangbo, guardian of the district of Soul Flame. Oh, damn! Do I really have to go? Sir Zhangbo, you would do well to follow orders. He's Sir Yaha, guardian of the district of Precious Light. Well, well then, Sir Yaha. Will you come with me? Oh, you won't? No, of course not. Not with me. No one wants to go with Hanch now, do they? And her? Lady Hanch, of the district of Hallowed Water. How credible is the threat anyway? There's no need for me to go all the way to the district, is there? These disturbances have occurred just when the Guardians are away from the districts. I hope it is merely coincidence. But we cannot rule out treachery. Damn it! Very well, my noble general. I'll do exactly as you say. I'll find the troublemakers and get rid of them. If you'll excuse us, we shall leave now. No way. I want you and your dragon to go ahead and clear the way. Leave immediately! Sir. Enough talk. Hurry! We are the Knights of the Seal. We must guard those districts. Ah, ein alter Freund, der Räuberkönig. Speer. Na, das ist bestimmt was für Eris. Ja, wir haben jetzt einige der, oder genauer gesagt, eigentlich alle der Lieutenants kennengelernt. Namentlich einmal Sir Zhangbo, der in dem Distrikt der Seelenflamme zu Hause ist. Dann Lady Hanch aus dem Distrikt der geheiligten Wasser. Und dann Sir Yaha, da war irgendwas mit Licht, bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, lustiger Haufen, wie es scheint. Auch alles so ein bisschen Charakterköpfe. Aber gut, wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Wir sollen zusammen mit Sir Zhangbo in seinen Bezirk der Seelenflamme gehen, da es da zu Unruhen kommt. Sollen wir mal nach dem Rechten schauen. Eris ist auch mit am Start. Wir sollen auf Befehl von General Gizmore wieder vorausfliegen mit unserem Drachen und schon mal die Lage ausscouten.
das werden wir dann definitiv auch machen beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Mal gucken, was wir dann noch so rausfinden werden über die Ritter des Siegels, über das, was mit der Welt bisher so geschehen ist. Und wer weiß, vielleicht werden wir ja noch ein paar mehr alte Freunde treffen. Nicht nur Ciri und jetzt hier unseren waffenförmigen Freund Räuberkönig, sondern vielleicht noch jemand anderes. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis denn.